since a toddler, I keep dollars on my head. Been a rough one, this my motto, hell my problems, I ain't scared. I put powder on my collar, cause she proud of what I said. I'm a leader, I got on following my footsteps like the feds. I shoot like a Montana, chop up bullets, make them shit. So, ich bin jetzt soweit aufgewärmt. Ich habe überlegt, Shoe-Size-Step-Dub zu ziehen. Ich bin mir da echt nicht sicher, ob das klappt. Mein letzter Shoe-Size-Step-Dub auf Grass war im August oder so oder September. Ich weiß halt echt nicht, ob ich es landen kann. Aber ich weiß nicht, einmal versuchen, das ist jetzt schon verlockend. Ich werde den jetzt ein paar Mal setten und vielleicht sende ich den. Ja, Mann, heute ist so ein guter Tag. Power läuft, deswegen werde ich es jetzt senden. Let's go. Okay, der war leider nicht gelandet, aber immerhin getried. Ich bin so froh, dass ich den gesendet habe. Richtig geil. Holy fuck, Alter. Ich hatte so Angst in der Luft. Das ist neben Standing und Backstep Dub mein schwerstes Dub Setup auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe den auch ewig nicht mehr gemacht. Das ist jetzt Monate her. Geil, endlich committed. Ich versuche den jetzt auch noch ein paar Mal. Vielleicht lande ich den, weiß ich nicht. Könnte knapp werden. Ja, Mann, ein paar Mal mache ich den noch. Boah, geil, Mann. Shoe-Size-Setup landed auf Grass. Der ging sogar. Also der war auf jeden Fall leichter als letztes Jahr tatsächlich. Keine Ahnung warum. Ich habe den jetzt lange nicht mehr gemacht. Was ich jetzt versuchen könnte, da weiß ich echt nicht, ob das geht. Backstep-Dub. Das habe ich bis jetzt auch nur auf Springfloor gemacht und auch erst einmal gelandet. Das, glaube ich, ist heute einfach nicht drin. Also ich könnte ihn jetzt senden, ich würde mich wahrscheinlich auf die Fresse legen, deswegen lasse ich das. Ich glaube, ich würde rumkommen, das auf jeden Fall, aber bringt mir halt nichts, wenn ich den nicht lande. Da habe ich gerade einfach zu wenig Power, da muss ich noch ein bisschen trainieren. Aber egal, immerhin Shoe-Size-Step-Dub ist schon mal geil. Ja, Mann, ich glaube so, die Power ist raus für neue Sachen. Ich glaube, ich übe jetzt einfach so ein paar Dub-Kombos, die ich jetzt länger nicht mehr gemacht habe. Oder, ja, die sich einfach gut anfühlen. Deswegen jetzt erstmal ein bisschen chillen. Geil, Mann, das war, glaube ich, die längste Dub-Kombo, die ich je gemacht habe. Auf Grace. Oh, fuck, ich bin so außer Atem. Das war so anstrengend. Ich wollte eigentlich nur 4 machen. Das war mein Rekord. I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, it's been tripping. That ain't fart, I don't need no brakes. Coco, Chanel, you ain't really bad, I can tell. Coco, Chanel. Ich wollte eigentlich dieses Downstance machen, diese Variation, wo man so runter geht am Ende. Aber leider nicht geschafft. Bisschen verschätzt mit der Höhe und dem Schwung, was ich vielleicht auch machen könnte. 4 Dubs in einer Combo. Das habe ich halt noch nie gemacht. Ich habe halt im Gym letztes Jahr 3 Dubs in einer Combo gemacht. Vorletzte Session 3 Dubs in einer Combo auf Grass. Und jetzt 4 wäre natürlich sehr, sehr geil. Ja, 3 ist schon geil, aber 4 wäre noch besser. Also ich will auf jeden Fall 4 schaffen. Aber keine Ahnung, irgendwie... Ich weiß echt nicht, ob das geht, von der Ausdauer her. Ein Try muss ich noch. Einen letzten Versuch. Ich will die 4 haben, unbedingt. Coco no Chanel. Super pretty chat, the nigga, she said she could tell. Make her feel like I'm from heaven, but I still put her through. 4 Double Fulls in einer Combo. Geisteskrank. Hätte ich nicht gedacht, dass das heute drin ist. Ist halt, wie gesagt, jetzt nicht die spannendste Combo, ist halt eher Copy and Paste. Aber einfach generell das Prinzip, 4 Dubs halt in einer Combo zu machen. Ja, Mann. Boah, ey, war das anstrengend. Das hat jetzt auch ein paar Versuche gebraucht. Also 4-5 Mal oder so muss ich das jetzt schon tryen. Aber geil. Gesendet, gelandet. So muss das. So will ich das sehen. I'm doing good without you. Ja, mein Tumbling ist halt deutlich schlechter geworden über den Winter, weil ich einfach eher Tricking gemacht habe als Tumbling. Aber ja, egal, scheiß drauf. Braucht alles seine Zeit, ein paar Wochen, dann sollte es auch wieder klappen. Shorty tryna test
Jetzt ist vorbei, jetzt habe ich absolut keine Power mehr. War auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Session. Also vor allem, ich würde fast schon sagen, das war eine der besten Sessions, die ich hatte. Vor allem die ganzen Kombos, die eigentlich Ziele für Sommer waren. Einfach jetzt schon gemacht. Richtig geil. Ja, Mann, das war's für heute. Haut rein. Seems like